Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads, die 10. Heute eine ganz besondere, denn wir haben einige geniale Packs, die wir öffnen werden und deswegen ist es auch eventuell ein gesondertes Pack-Opening. Wenn es ein gesondertes Pack-Opening sein sollte, dann wisst ihr schon, wir haben auf jeden Fall was Krasses gezogen. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall gerade für diese Packs einen Daumen nach oben da. Schaffen wir mal wieder 1000 Likes auf der 7 Minute Squad Episode. Ich würde mich darüber riesig freuen. Wir haben ein krasses Team of the Week. Wir haben unter anderem Payet, den ihr gerade schon gesehen habt. Wir haben Eriksen, wir haben Lukaku, aber auch Quaresma und vor allem den Shooting Star schlechthin. 5-Star Skills, 5-Star Week für 93er linkes Mittelfeld. Neymar dazu auf der Bank. Depay, Belotti, Piatov, Moses, Bolasie, absolut geile Spieler und eventuell werden wir einen von diesen ziehen. Ich bin mega gespannt, wie es laufen wird. Wir haben die Belohnungen von Foot Champions und das sind in meinem Fall für Silber 1 oder Silber 3, ich habe keine Ahnung, nein, Silber 1. Silber 1 in der kompletten Oktoberperiode und dazu selbstverständlich Gold 1 am letzten Wochenende, 200k-Sets für dieses Wochenende und ein Silber-Monats-Set für den Oktober. Silber Foot Champions-Set. Ein exklusives Foot Champions-Objekt. Oder ein Team der Woche-Spieler aus dem Oktober. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Aber erstmal geht es um die Jumbo-seltenen Spielersets. Natürlich will ich nächstes Mal ein Gold-Foot-Champion-Set haben, gar keine Frage. Aber diese Sets hier sind ziemlich krass und können ziemlich geile Sachen beinhalten. Es sind 100k-Sets, wir haben ein geiles Team of the Week und wir wollen nicht länger rumschnacken, sondern fangen an und öffnen das erste Set. Es wird kein Walkout werden, aber es ist eine richtig dicke Sternschnuppe. Es ist eine November-Karte und es ist Luis Gustavo. Immerhin schon mal eine Special-Card. Das ist nicht schlecht, das ist nicht krass, aber es hätte uns deutlich schlechter treffen können und dazu Casemiro und Co. Okay, das Set geht definitiv besser. Für ein 100k-Set ist es vielleicht sogar relativ scheiße, aber man kann damit leben. Immerhin geht Gustavo für 10.000 Münzen. Es hätte uns also nicht viel schlechter treffen können, aber noch ein bisschen und man muss ja positiv denken. Juan Fran könnte eventuell ja eine Challenge geben aufgrund des Derby der Ballonina ist auch noch da, aber ich meine vor allem wegen Foot Champions. Konoplyanka geht eventuell auch noch für ein bisschen was zumindest. Genauso wird es wahrscheinlich auch eine Challenge geben, was Top-Partien angeht, für Bender bzw. für Dortmund. Dazu haben wir hier noch Mohamed Salah von der Roma. Mirallas, leider Gottes, den falschen von Everton. Kurzuma könnte auch noch für was gehen, genauso wie Mirallas. Bonaventura könnte auch noch für was gehen. Es gibt ja auch noch Derby der Ballonina, deswegen wird der wahrscheinlich auch wird's da auch eine Challenge geben. Özyakub, Kivra, Cassano und Macedo werden wir discarden. 2500 Münzen. So, das geht auf jeden Fall noch besser. Vielleicht ja aber im zweiten 100k-Set. Auch das hat wieder nicht geleckt. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Das ist ja ein 83er in dem 100k-Set. Cahill, Concili, Koulibaly. Oh wei, ich habe so viel mehr erhofft. Also ich habe schon, zumindest nicht so viel, aber ein bisschen was habe ich mir erhofft. Und es ist absolut nichts bei rumgekommen. Natürlich packe ich wieder die Spieler, die Derbys haben am Wochenende auf der Transferliste. Aber dieses Set konntest du ja mal total in die Tonne treten. Extreme, extreme Enttäuschung. Da spielst du diese Weekend League, denkst dir 100k-Sets und es kommt nichts bei rum. Das ist schon bitter. Aber wir haben noch dieses eine Objekt hier. Und es wird ein Inform werden. Es wird kein krasser Inform werden, aber es wird immerhin Stefaniak. Gogia. Ach du meine Güte. Ach. Stefaniak ist ja linker Flügel, oder? Gogia. Akaki Gogia. Als Special Silberkarte. Ja. Nicht tradable. Ich weiß nicht. Nicht sonderlich toll auf jeden Fall. Also das Pack-Opening, muss ich sagen, fand ich jetzt ziemlich kacke. Ihr könnt mir meine Kommentare schreiben, wie ihr es fandet, aber ich denke mal, ihr könnt mich da definitiv nachvollziehen. Ich bin auf euer Feedback gespannt, aber das geht besser. Das war es erstmal von dem ersten Teil dieses 7 Minute Squads und wir sehen uns beim Team dann wieder. Bei allem Groll, den ich gegen EA habe, immerhin habe ich jetzt wieder ein paar Coins. Das heißt, ich kann das Team vernünftig bauen und wir spielen heute mal in einer ganz komischen Formation. Und zwar spielen wir im... Nein, komm, wir spielen im 4-3-3. Ganz normale Formation dementsprechend. Wobei, ne, 4-3-2, damit wir Gustavo auch einbauen können. Auf der 6. Södeli. Badestream ist online. Beste Grüße an den Schlabbi. Und auf dem rechten Flügel spielen wir Akanki Gogia, a.k.a. diese Karte. Juhu, ich freue mich drauf. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall zwei Special Cards. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Wir starten den Timer in 3, 2, 1 und go. Und haben 7 Minuten Zeit, ein Team zu bauen.
Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. So, erster Spieler, den ich im Kopf habe, ist natürlich direkt mal ein Deutscher von Wolfsburg, mit dem wir den verlinken können. Und zwar ist das Jannik Gerhardt. Der ist ja jetzt gerade in aller Munde wegen seinem Nationalmannschaftsdebüt und dementsprechend können wir den natürlich direkt auch mal einbauen in unserem zentralen Mittelfeld. So, damit haben wir schon mal, ich sag mal, die halbe Miete nicht, aber auf jeden Fall einen Teil der Miete. Und jetzt gehen wir in die in irgendeine Liga und holen uns einen deutschen Stürmer da raus. Miroslav Klose gibt es ja leider nicht mehr. Mario Gomez spielt auch nicht mehr im Ausland. Deswegen fällt mir gerade persönlich gar keiner ein, der da noch großartig spielt. Allerdings werde ich bestimmt wen finden. Hoffe ich zumindest. Und ansonsten müssen wir uns halt irgendwas einfallen lassen und improvisieren. So, Brandy. Brandy vor allem, genauso ausgesprochen. Wei, wei. Verdammt, spielt eigentlich wirklich noch irgendjemand aus? Kachunga, ja, geil. Der ist jetzt nicht so ideal. Testro. Ich weiß nicht. Wir können natürlich jetzt auch ganz anders machen. Und Werner Petersen. Schauen wir mal ganz kurz nach in den Top-Ligen. Hier Premier League, deutscher Stürmer. Gibt es Özil? Nee, Schweinsteiger. Genau. Schweinsteiger als Stürmer. So, Liga 1 gibt es nicht. Calcio gibt es nicht. Ja, gut. Okay, alles klar. Das war wieder totale Zeitverschwendung jetzt. Auch wenn es so ein paar Sekunden waren. Liga Santander. Ja, Toni Kroos. Okay. Gut, Super League, gucken wir nochmal ganz kurz nach, weil da kann es natürlich noch sein, dass ich da jetzt gerade irgendwie vergessen habe einfach, aber da gibt es keinen. Sehr gut. Dementsprechend gehen wir jetzt in eine zweite Bundesliga und wir gehen in eine Bundesliga und holen uns einfach einen deutschen Stürmer. So einfach ist das, meine Güte nochmal. Wir machen es ja auch viel komplizierter, als ist Gerb auch sowieso links. Und dann nehmen wir doch einfach mal, nehmen wir den Kevin oder nehmen wir den Mario. Nehmen wir den Kevin. Komm her, Kevin. Du gehst in den Sturm. So. Jetzt brauchen wir, wie sieht es mit Podolski aus? Wo wir sowieso schon in der Super League waren. Ist der linker Mittelfeldspieler? Nein, nur der Inform. Kili Schaschlan und der ist deutsch. Naja, von mir aus. Schlecht, weil den Inform Podolski möchte ich nicht nehmen. Linkes Mittelfeld Deutschland allgemein. Was haben wir denn? Premier League vielleicht mal was? Nein. Ligue 1? Nein. Calcio? Nein. Die Liga? Nee. Das ist auch immer eine Scheiße. Na gut, dann halt was ganz anderes. Dann nehmen wir einfach einen linken Flügelspieler aus der Bundesliga und verlinken in eine andere Liga rein. Auch wenn das natürlich mal wieder schade ist. Konoplyanka wäre eine Möglichkeit. Coman wäre auch eine Möglichkeit. Kostic. Ja, Kostic, komm. Nehmen wir mal Philipp Kostic. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. So, jetzt brauchen wir einen serbischen zentralen Mittelfeldspieler. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich weiß es nicht. Gerhard ist versorgt. Das ist schon mal gut. Fällt mir gerade nur so ein. So wird das aber nicht No Links Wasted, Max. Ey Gott. Was mache ich? Was tue ich? Was tue ich? Ich weiß es nicht. Wir nehmen deutschen zentralen Mittelfeldspieler. Dann ist Gerhard überversorgt. Ich platz gleich. Wir nehmen irgendeinen Bundesliga-zentralen Mittelfeldspieler. Der nur einen Strongling zum Stürmer hat und nicht, ne? Einen Portugiesen können wir nehmen, Schweizer könnten wir nehmen, einen Slowenen könnten wir nehmen, einen Spanier könnten wir nehmen. So. Gucken wir mal nach, ob wir davon irgendwas haben hier an Stürmern. Mexikaner, ne. Isländer, ich hab doch keine Ahnung. Haben wir einen mexikanischen zentralen Mittelfeldspieler, dann machen wir das. Mexiko. Haben wir sogar. Ja, perfekt, dann nehmen wir das doch. Zack, Fabian. Ich weiß. Oh, nee. So viel zum Thema, ich weiß. Natürlich habe ich schon mal. Ich bin auch einfach ein Dulli. Ich tue mir selbst leid. Wie immer eigentlich. So, Chicharito haben wir jetzt schon auf der Beobachtungsliste, sage ich jetzt einfach mal so. Linker Flügel. Ist Corona linker Flügel? Nein, Corona ist hundertprozentig rechter Flügel. Haben wir irgendeinen Mexikaner auf dem linken Flügel, den man benutzen kann? Lozano, ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Anscheinend auch die einzige vernünftige, ja. Dann nehmen wir Lozano halt. Okay, so, Fabian hat genug Links jetzt. Ich raste aus. Es hat Gogia nicht genug Links. Okay, ganz von vorne. Zweite Bundesliga, Stürmer, was haben wir denn da so Schönes? Asano, Terodde, Ginczek, Picot.
Berisha, Kumbela. Wie sieht's mit Buadus aus? Sukuta Pasu. Jimmy Hoffa. Osave, hier, Osave, geil. Nehmen wir. So, Rechtsverteidiger Wolfsburg, dann nehmen wir Vierinha. Bitte lass den Rechtsverteidiger wenigstens sein, aber der dürfte Rechtsverteidiger sein. Ey, habt ihr... Was haben diese Saftladen-Mitarbeiter eigentlich geraucht? Der spielt doch seit einer Saison nur Rechtsverteidiger. Oh, so, Brosinski. Lecco mio della Quaste. Egal, so, wir haben jetzt einen österreichischen Stürmer. Der österreichische Stürmer hat noch keinen Link. Das heißt, der österreichische Stürmer braucht jetzt verdammte Güte nochmal einen zentralen Mittelfeldspieler. Bitte, 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 bitte aus Österreich. Bitte, zweite Liga Österreich, irgendeiner, bitte. Ist mir vollkommen egal, wer. Es ist einfach nur wichtig, dass es einen gibt. Halleluja. Okay. Okay, das ist eigentlich scheiße, aber ich kann halt nicht... Okay, wir... Es gibt halt auch keinen Marokkaner, es gibt halt auch keinen Engländer, es gibt auch keinen Japaner. Was soll ich denn machen? Taschen. Gibt es einen Japaner? Ja, es gibt einen Japaner, es gibt Hosogai, aber der ist halt auch schon wieder... Gleicher Verein. Es gibt noch Kinjo. Nee, guck mal. Dann machen wir es mit Öste. Das wird wieder ein Team hier. Das ist unglaublich, ey. Vor allem, ich schaff's nicht mal in der Zeit. Nie im Leben, glaube ich, in der Zeit. Nein, linkes Mittelfeld. Zweite Bundesliga muss nicht sein. So. Einfach nur linker Mittelfeldspieler. Arnautovic. Schön, schön, schön. Das gefällt mir doch schon mal. Das ist doch schon mal gut. Weiter. Wie? Ja, das sorgt. Gustavo braucht zwei Links. Und der Österreicher braucht noch einen Strong Link. Der Österreicher braucht noch einen Strongling. Braucht der Österreicher noch einen Strongling? Der Österreicher braucht noch einen Strongling. Das heißt, wir brauchen einen Linksverteidiger vom FC Heidenheim. Zeit ist um. So, egal. Ich mache das jetzt eben fertig, weil jetzt weiß ich genau, was ich bauen muss. Oh, Gott sei Dank gibt es ein... Das ist halt wieder die gleiche Nation. Ja, aber das kann ich mitleben. Da komme ich noch mit klar. So. Ja. Jetzt nehmen wir nämlich einfach einen brasilianischen Innenverteidiger aus irgendeiner Liga, der einen Strongling zu einem anderen brasilianischen Innenverteidiger hat. Und da gibt es dieses Jahr nicht so viele, weil die alle weggewechselt sind. Alle! Das ist schlimm. Dante und Marquinhos könnte man theoretisch nehmen. Man könnte auch Moledo nehmen, aber das ist schon wieder Schwachsinn. Luisao. Hier in der Liga gibt es doch Jardel und da gibt es doch bestimmt noch einen, oder? Hier Porto. Gibt es nicht bei Porto einen? Ich glaube, bei Porto gibt es einen. Porto? Ich weiß, ich komme gerade noch nicht auf den Namen, aber es müsste einen geben. Liga-Einweis. Naja, Marcelo. Marcelo reicht mir auch. So, und dann nehmen wir jetzt noch einen Torwart, und zwar aus der Liga NOS. Und da bedienen wir uns bei Rui Patricio. So, fertig. Sekunde. Schnips. Das sieht doch schick bunt aus, oder nicht? Also ich finde schon, wir haben volle Chemie, wir haben No Links Wasted, wir haben 1, 2, 3, 4 Nationen immerhin und 1, 2, 3, 4 Ligen immerhin. Damit kann man zumindest andersweise leben. Ich suche einen Gegner, bis gleich. So, das wird eine sehr schwere Geschichte, sehe ich hier schon, gegen ein Hybrid aus Serie A und Liga NOS. Bin mal gespannt, wie wir dagegenhalten können mit unserem Halb-Silber-Team, aber das wird schon. Wittek und Felipe beim Konter. Warum kein Stürmer? Kann mir das mal einer erklären? Wahrscheinlich eher nicht. So, Arnautovic. Besser als Wittek. In den Lauf von Jimmy Hoffa. Hoffa? Ja, schade. Ich sollte übrigens unter der Woche wirklich mal mehr FIFA spielen. Also Ultimate Team. Sonst schaffe ich es auch in der Weekend League logischerweise nicht weiter, weil ich nicht besser werde. Weil ich spiele ja wirklich nur Weekend League. Weil ansonsten habe ich einfach keine Zeit. Die ganze Zeit am Aufnehmen, wenn dann. Oh je, Mine, das war viel zu einfach. Allerdings ist auch so ein bisschen Input-Lag hier gerade. Also so ein bisschen Lag, dass man nicht so wirklich direkt den Spieler wechselt und so weiter und so fort. Ein bisschen unpraktisch. Aber gut, keine Ausreden, sondern Antwort finden. Jimmy Hoffa und Arnautovic. So, da haben wir die Antwort direkt mal. Marco Astronautoboyvic. Alles macht die Bude und wir sind wieder da. Aber nicht lange angucken, sondern direkt weitermachen. Oh, Gogia, schöne Flanke. Oh Gott, Hoffa, ey. Oh, wie ich sowas hasse. Das sind so Bälle, die musst du halt einfach reinmachen. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich den Cursor nicht aufs Tor gedrückt habe oder so. Das ist eine 100.000-prozentige und Gogia hat geile Flanken. Bitte was, ey? Das ist doch kein Foul, Alter. Willst du mich komplett... Also, das ist wieder so typisch FIFA. Ich habe nie mal was gedrückt. Das war doch nie im Leben ein Foul. Oh, Gott sei Dank, ey.
So, wieder mal Akaki Gogi. Ja, komm, gibt das Elfmeter? Nö, das gibt keine Elfmeter. Also nach dem Maßstab, den der Schiri da auf der anderen Seite gerade angelegt hat, wäre das Elfmeter und Gelb gewesen. Ja, Gogi gefällt mir richtig gut. Ball auf Gerhard, der ist aber Linksfuß und kein Abschlussspieler. Und das sieht man hier zu 1000%. Oh, ey, da laufen die sich da gegenseitig über den Haufen. Weil. Der Gegner ist auf jeden Fall nicht schlecht, gar keine Frage. Ja, der spielt nicht so scheiße, aber mit einem gleichwertigen Team hätte der so ziemlich keine Chance. Momentan sind wir auf einem guten Weg, dass wir hier gewinnen. Oh nein, Michi Lidl. Gott sei Dank ist Patricio aufmerksam. So, und jetzt wollte ich einen Konter spielen und der Ball geht direkt wieder zum Gegner. Ah, Gustavo, Gott sei Dank. Oh, das altbekannte Thema Max und Ecken. Es funktioniert einfach nicht. Gustavo, nächster Versuch, wieder Felipe, kommt nicht ran. Lindl legt ab, da ist Yannick Gerhard, der ist wie gesagt kein Rechtsfuß. Gustavo, das gibt's ja nicht. Wir gehen in Führung und das durch unsere Movember-Karte. Oh, das wurde auch Zeit, du. Meine Güte nochmal, das ist auch eine Dramatik hier, 67. Minute und endlich kriegen wir mal einen Schuss aufs Tor, der nicht komplett abgefälscht wird. Schönes Zusammenspiel da und dann ist es Gustavo, der irgendwie mit links reinstokelt. Geil, herrlich. Beste Vorlage aller Zeiten von Arnautovic, auch wenn sie niemals auch nur im Ansatz so gewollt war. Pass auf, Ecke, kurz ausgeführt, ich garantiere euch, das wird nämlich auch nichts. Zweiter Pfosten, die Flanke kommt in die Mitte. Ich kann versuchen, was ich will, ich treffe nicht mehr nach Ecken, das wird nie wieder passieren. Wenn ich daraus ein Gegentor bekomme. Erstens, warum grätscht er nicht? Ich habe gegrätscht gerade auf der Linie. Zweitens, warum? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Warum sind alle meine Spieler also ein bisschen KI? Kann man doch wohl mal verlangen, EA. Meine Fresse nochmal. Wenn man 2-1 führt in der 80. Minute, steht man nicht nur mit einem Spieler hinten bei der Ecke. Meine Güte nochmal, ey. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht darauf geachtet, kann man jetzt sagen. Ja, aber wer geht denn davon aus, dass das Spiel so scheiße ist? Wenn ich auf Offensiv stehen würde oder irgendwas. Gut, tue ich aber nicht. Jimmy Hoffa, so. Meine Güte nochmal, ey. Das regt mich trotzdem tierisch auf. Musste so eine Scheiße wieder antun. Ich bin übrigens heiser. Ich glaube, ich werde krank. Das nervt mich. Zack. Gogias Flanken sind richtig herrlich. Da müsste ich mir mal dringend den Ingame-Stat anschauen, wie stark die sind, weil ich habe kaum einen Spieler bisher gehabt dieses Jahr, der so starke Flanken hatte, wie Akaki Gogias Special Inform-Karte hier oder Inform-Karte allgemein. 66. Ja, so fühlt sich das aber nicht an. So, Feierabend in dieser Partie. 4-2 Sieg auf Krampf mit ein bisschen Problemen, aber im Endeffekt doch verdient, würde ich sagen. Die Tigres haben wieder gewonnen. Oder die Pumas eher, weil wir sind nicht die Tigres, wir sind UNAL und nicht UNAM. Und ja, El Sharawi, das sieht ziemlich kacke aus, das Gesicht irgendwie. Aber gut, für mich Man of the Match definitiv Gogia. Hier ist es Gustavo, Arnautovic 9-2, Gogia 9-0. Für mich hätte Gogia eigentlich 9-5 haben müssen. Der war richtig, richtig stark. Eine Torvorlage gemacht. Gute Dribblings gehabt und so weiter und so fort. Das war schon stark. Wie auch immer, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.